Der Münchner Norden braucht einen weiteren Straßentunnel. Wo, werden Sie fragen? Wir haben doch den wunderbaren Petuel-Tunnel. Ich meine, wir brauchen einen weiteren Tunnel da, wo der Englische Garten zertrennt ist, also unmittelbar an der Isar und wo sich jetzt jeden Tag Staus bilden. Wer da mal schon gefahren ist, weiß es, dass letztlich der Tunnel im Osten und der Tunnel im Norden, ein Petuelring bei uns, wunderbar gelungen sind, aber dass die Schwachstelle exakt dort ist, wo die sogenannte Isar-Parallele hineinmündet in den mittleren Ring über die Isar hinweg. Warum ist es aber auch notwendig? Weil der Englische Garten ein Gesamtkunst- und Kulturpark ist, der hier in besonders grauslicher Weise durchschnitten wird. Und deshalb macht es Sinn, was die Architekten Krupp und Le Schön vorgeschlagen haben, dass an dieser Stelle der mittlere Ring in einem Tunnel verschwindet, der Englische Garten wieder zusammenwächst, die Menschen ohne künstliche Brückenbauwerke vom Prinzregentenstraße aus von der Innenstadt bis zum Aumeister ohne diese Zertrennung den Englischen Garten auch nutzen können, spazieren gehen können. Zu dem Zweck, und deshalb ist es ganz aktuell, habe ich den Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer eingeladen. Der kommt jetzt in dieser Woche nach München, sieht sich das Projekt an. Wir werden es ihm erläutern, ihm vorschlagen, ihm erklären und ihm auch etwas schmackhaft machen. Und dann denke ich mal, mit vereinten Kräften sollte es gelingen, einen Vorstoß zu machen, von der Planungsphase auch langsam in eine Umsetzungsphase zu kommen, dass der Englische Garten wieder zusammenwächst und damit das, was zerteilt war und zertrennt ist heute noch, wieder zu einer Einheit wird. Deshalb kämpfe ich um den Tunnel am Englischen Garten.